So, herzlich willkommen zum Firefighting Simulator, des Squad in der dritten, vierten Mission? Ich weiß, ja, nicht. Irgendwie so. Ja, wir in einem schicken neuen Auto mit anderer, also Marcel fährt jetzt. Richtig. Hoffentlich kommen wir an. Und ja, ne, wir haben jetzt hier unser Squad. Ich weiß noch nicht, was wir, ich glaube, das ist wieder ein Gebäudebrand, was wir haben, oder? Ja, explosive Hotdogs heißt es auf jeden Fall. Also es scheint irgendwie so ein Imbiss-mäßig was zu sein. Na, schauen wir mal. Alter, Alter, warum fährst du? Warum fährst du? Warum sind wir auch bloß zu zweit? Ah ne, wir haben noch Leute hinten drin sitzen. Haben wir, ja? Ja, ja, wir haben zwei Leute noch hinten drin sitzen. Ja. Das ist schon ein langes Scheißhaus. Ja, schon. Digga, du kannst doch nicht alles mitnehmen. Gib mir Mühe. Ja, das sehe ich. Kannst mir nichts anderes unterstellen. Nein, nein, würde ich mir nicht erlauben. Das ist das letzte Mal, dass du fährst, Alter. Das kannst du wissen. Ja, warum ist das denn auch so lang? Alter, Alter. Feucht. Boah, der kommt ja gar nicht aus dem Arsch. Das schweres Auto. Ja, schwer ist der auf jeden Fall. Ich will die Sirene an- und ausmachen. Mach doch mal aus. Hä? Ist ja furchtbar. Hast ein Bullhorn, kannst drücken. Mach ich doch. Achso, das höre ich ja wieder, stimmt. Ja. Ich bin schon in der Innenansicht, das hat schon einen Grund. Sehe ich den Einsatz schon irgendwo? Oh oh. Ja, schnell wird er anmachen, ja. Also Farmeigenschaften sind so mäßig in dem Game. Ich finde die eigentlich echt gut, also im Vergleich zu anderen... Ja, im Vergleich zu anderen, ja. Ist das echt okay. Dafür, dass darauf, besser. Ja, klar, aber das ist ja. Also man kann über Notruf sagen, was man will, ja, aber die Fahreigenschaften waren gut. Ja. War auch so das Einzige. Aber ich hab's nicht vielleicht mal anderthalb Stunden gespielt. Ich muss es ja noch zurückgeben können, das dann. Ja, genau. So, da ist auf jeden Fall schon mal der RTW. Ah, da! Oh. Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! Du wärst schön, dass wir kein Wasser haben, ne? Mit Feuerlöscher ausmachen. Das erinnert mich an was. RW zum Gebäudebrand. Die Gebäude sahen ungefähr auch so aus. Das ist richtig. Ja, willst du nicht aussteigen? Bin doch schon dabei. So. Na dann, Chef, sag mal, was wir machen. Achso, stimmt. Warte, ich erkunde. Also. Marcel, du holst dir einen Feuerlöscher. Okay. Einmal Feuer aus. So, KI. KI, Menschenrettung. So, was haben wir noch? Haben wir nur die eine Person, ne? Ach, guck mal, hier ist der Wand. Gucken wir gleich rein. Das war's. Das war aber ein Rieseneinsatz. Das war viel. Auf jeden Fall. Wow! Das! Also, okay, wir müssen da doch noch ein Video dran, das geht's ja nicht. Also, eine Mission. Also, das ist zu wenig. 5 Minuten Video ist ein bisschen kurz. Vielleicht. Okay. Rosenbauer. Ja, ich weiß nicht, willst du fahren? Ja, lass mich fahren, du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Ja, dann mach mal eine Mission auf. Ja. Ich meine, das Ding, wenn es jetzt wirklich wieder größeres Feuer ist, dann brauchst du mit dem Ding auch nicht anfangen, ne? Mit Feuerlöscher. Nee. Brauchst du viel Feuerlöscher. Da brauchst du viele. Jetzt muss ich bloß gucken, wo der nächste Einsatz ist. Ja, wir hätten noch Lauffeuer im Park oder, also ich habe mit Leitern hoch hinaus, dann habe ich Lauffeuer im Park hatten wir auch schon, oder? Ne, dann habe ich noch Achtung Dachschaden.
Brandheiße Nachrichten hätte ich noch. Ja, dann mach doch mal. Ach nee, da kannst du die Rescue gar nicht nehmen, das Rescue-Fahrzeug. Ja, ich bin auch irgendwie gerade in den falschen Server beigetreten. Na, das ist immer gut. Server-Browser hier. Müsstest du jetzt sehen, ich habe gerade auch gemacht. Aber du hast den auch zur Auswahl, also so theoretisch. Ja, ja, ich habe den, aber wie gesagt, für die Mission ist, können wir den nicht nehmen. Mhm. Ready? Ja, ich bin da. Na dann, starten wir mal das Game. Mhm. Das lässt sich echt super aufnehmen, ne? Stimmt, kurze Ladezeiten, wenn es erstmal funktioniert. Ja, ja, gut. Könnte ja keine Ahnung, dass das wieder so. Ja, also das behalte ich auf Steam. Das ist. Ja, das ist okay. Das kann man behalten. Das geht. Das vor allem stimmt. Für den Preis. Ja, so vor allem ist das mal so ein Spiel, was auch so mal zwischendurch mal, weißt du? Ja, wenn ja. Wenn du gerade keinen Bock auf irgendwas anderes hast. Ja. Oh, jetzt kann ich mit Licht fahren. Ja, na dann, Abfahrt. Ja, ich muss das mal finden. Kann ich jetzt auch mal im Dunkeln erkunden. So, Freunde der Nacht. Der hat gerade voll ein Auto weggerammt, ich hab's gesehen. Was denn? Ist das wirklich da oben in diesem Turm? Oh. Oh. Weil das raucht ein bisschen arg hoch. Ja. Holy. Warte, ich liefere mir gerade ein Wetter mit der DRK. Also mit dem Teleskop mal. Nein, das meinte ich, die zieht einfach rüber. Ja, ja. Besser. Ah, nee, das ist nicht im Turm, aber das scheint auch irgendwas oben zu sein, so wie es aussieht. Ne? Oh, sah so aus kurzzeitig, ne? Hm. Na, schauen wir mal. Oh, je. Ja, ich wollte das Rennen gewinnen. Ja. Auf geht's, ab geht's. Weil gerade Downtown, da haben wir doch relativ viel hohe Gebäude, ne? Ja, stimmt schon. Ja, schon. Mann. Erkundung. Das halbe Leben. Oder so ähnlich. Meinst du? Irgendwie so, ja. Das oh, Schild ja. Hat nie dagestanden. Nee. Das Schild hat nie dagestanden. Absolut nicht. Aber nee, das ist unten. Okay. Ah, ich seh's ja. Oh, raucht aber gut, ne? Raucht ordentlich, ja. Auf jeden Fall. Oh, oh. Kurzer Spielgang. Schon wieder. Lag, ja. Keine Ahnung. Ernsthaft? Ja. Wir sind gerade eben noch von einer riesen Gebäudewand aus hier. Ja, schon, irgendwie. Na dann. Überspringst du nicht? Ja doch, ich bin ja. Einmal runtergegangen. Okay, gut. Ja, ne, Aufgabe. So. Brandbekämpfung, erstes Rohr. Ja. Hallo, geh nochmal weg da. Jetzt hat er wieder einen falschen Schlauch genommen. Schmutz, das wollte ich doch. Warte mal, du? Ne, du bist nicht lila, ne? Ne. Okay. Sag mal 2 Euro. Keine Frage. Ja, dann auf geht's. Das Boot okay. Macht noch meine Wasserversorgung fertig. Ich hab vergessen, Schlauch anzuschließen. Na ey. Kann ja auch passieren. Naja, also nur Feuer. Na dann, auf geht's. Wow. Ja. Das war definitiv kein riesen Gebäudebrand. Nee. Egal. Zwei wieder so kurz, ne? Ja. Aber jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Juhu. Wahnsinn. Machen wir noch ein kurzes. Willst du was dranhängen? Ja, eins machen wir noch. Das ist scheiße. Hm. Ja. Ich hatte hier noch eins, hier das Lauffeuer, das können wir jetzt machen. Ja, dann mach das Lauffeuer, genau. Lauffeuer im Park.
Also Tom und Bill leisten sehr gute Dienste. Ja, auf jeden Fall. Das sind Mitarbeiter des Monats, Ja. die Jungs. Des Jahres. Des Jahrhunderts. Jahrtausend. Die besten Mitarbeiter, die das Fire Department, was auch immer, bisher hatte. Da seht ihr mal Das Tommys ist Holzrechner. Schnauze, das ist nur eine Festplatte. Ja. Ja, wir haben doch keine Feuerwache. Das war wieder Folgeeinsatz. Ich will nicht die ganze Zeit mit Feuer ist von rumfahren. einem Mülleimer auf die nahelegene Parkbank. Ja, das ist Wow. ja jetzt auch nicht so viel. Wow. Deswegen. Rücken die da wirklich mit Leiter und Dings aus? Ja, Leiter und Engine. Leiter als Rüstkomponente und Engine halt. Ja, aber ich meine, es ist ein Feuer. So ein Ja. Mini-Feuer. Da, ich sehe es von Ja, gut, hier. aber die Engine hat ja auch keinen TH und nix, ne? Das ist ja. Naja, es ist ein Feuer. Na dann. Vor allem sieht das immer so super, super dramatisch aus. Ich arbeite schon mal selbstständig, ne? Ja. Ja, ihr müsst auf jeden Fall Längen hier reinziehen. Und das ist. Oh, WhatsApp-App ist noch an. Das ist auf jeden Fall ein paar Meter hier rein. Ja. Ja, ich habe einen Schlauch dran. Ja, ich gebe der KI direkt den Befehl mit vorzugehen. Erstes Rohr. Versorgungsleitung ist nicht angeschlossen. Ja, der ist Ah, noch doch jetzt. dabei. Wie kann man mit Schlauchenland kann man nicht rennen, ne? Was? Mit Schlauchenland kann man leider nicht rennen. Genau. Also beeindruckend sieht das auf jeden Fall aus. Ja, schon. Hübsch ist es, auf jeden Fall. Na gut, ich denke, das sollte man mit zwei Rohren erstmal hinbekommen. Ja. Passt schon. Ja. Das ist ja jetzt nichts Wildes. Nö. Kann ich mir die Leitern schnappen hier? Nee. Wie müsste dem so ein bisschen befehlen können, worauf er Wasser löschen soll? Geil wäre, wenn man hier irgendwas zum Ausleuchten hätte. Das stimmt, da hätte wenigstens die anderen noch was zu tun, ne? Ja. Meine Fresse, löscht einfach die scheiß Parkbank. Oh, Telefon. Jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Schmutz. Aha, wie konnte ich denn den Arm von der Leiter nochmal ausklappen? Also den teleskopierbaren. Ah, Mit ja. Shift. Shift. Ja. Ja. Das Telefon ignorieren wir einfach gekonnt. Der hat aber schon Leistung, muss ich sagen. Ah ja, ist eine andere jetzt, ne? Was? Eine andere Enden. Also eine andere Leiter. Ja, genau. Das ist die Halt! aus dem Tutorial. Halt mit dem Monitor drauf! Ja, ich habe kein Wasser. Kann ich der zweiten KI befehlen, dass sie Wasser legen soll? Nee, Eigentlich schon, ja. nicht von hier aus. Alter, wir halten ja drauf. Es bringt genau nichts, es flammt immer wieder auf. Ja, ich leg mal eine Supply Line. Müsste doch theoretisch hier aussteigen können, ne? Ja. Schneg mal die Leitung noch zur Leiter. Ja. Dann passt das schon. Das müsste ja mit der Supply Line eigentlich gehen, ne? Normalerweise schon, denke ich mal.
Junge, das ist der schlimmste Baumbrand, den ich je gesehen habe. Ich weiß halt nur nicht, wo schließe ich denn das jetzt an, ne? Ach ja, der hat ja hier noch die große Pumpe. Muss die Versorgung hier anschließen. Oder nicht? Nee. Nee. Also ich kann die Supply Line auf jeden Fall nicht anschließen, so wie es aussieht. Lass mal einen noch mit einem. Kann ich? Lass einen mal noch ausrüsten, ja. Probier's mit dem Druckschlauch nochmal. Ja, ja. Mach ruhig. Ach, mir gehen die Abgänge aus. An der Pumpe. Ah, halt, das kommt jetzt hier an die Pumpe. So, theoretisch. Druckschlauch anschließen, ja, nee. Macht er irgendwie nicht. Hm. Es ist wahrscheinlich wieder das, weil die Leiter nicht, ja. Weil die noch nicht freigeschaltet ist oder so. Dabei, wenn ich zu dem Personal gehören. Mal kurz. Ich klau mal kurz seinen Leiter, ne? Hm. Ist die frei ausgefahren? Ich glaub nicht. Ja, ausfahren, nee, mehr geht nicht. Aber wir können ja den. Den ist vielleicht so hier angeschlossen. Geht auch nee, so. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Einfach auf C gedrückt und in die Strahlrohrsteuerung gewechselt. Okay, ja, ich hab's nicht probiert, aber es macht keinen Sinn, weil. Ja, ist halt. Oder hat die Tank? Doch, ich glaube, kleinen Tank haben die auch nichts wirklich Großes. Aber irgendwie ist, ist das Ding ein bisschen kurz. Kurz finde ich jetzt nicht, also. Ja, aber für diesen Einsatz zu kurz. Ja. Ich komme nicht bis dahin. Also, ich weiß nicht, ob es das bringt. Du zielst daneben. Hä, ich bin mit mir voll drauf. Ne. Bist gute 10 Meter nebendran. Und der zweite löscht nicht, wollte ich dir mal gesagt haben. Warum nicht? Ist der dumm? Was macht er da? Ich hab ihm gerade nochmal einen Befehl gegeben. Lol, kann man da zu zweit in den Korb? Hey, yo. Nice, du fährst, ich lösch. Wie gesagt, ich fände es ein bisschen cooler, wenn man damit die noch umpositionieren könnte. Halt mal still. Oh Gott. Na, das geht nicht. Geht nicht, ne? Dann lass uns mal runter. Ne. Also da waren die Gebäudebrände nicht so intensiv. Ne. Ich nehme jetzt auch nochmal und halte mir drauf. Ja. Ich nehme mein Fachgebiets Multitool. Feuerlöscher. Ja. Männer, ich komme. Jetzt geht's dem Feuer an den Kragen. Ja. Ah, komm mal hier. Ich komme aber auch nicht richtig ran, ey. Bin dabei. Nimm mal einer eine Kettensäge und leg den Baum einfach um. Haben wir überhaupt Kettensägen? Ich dachte, wir haben eine Trennschleife. Man kann auch mit einem Trennschleifer bestimmt so ein Ding fällen. Eben alles. Komm doch da oben gar nicht hin, ist doch scheiße. Also ich komm da hin. Ja, es bringt nichts irgendwie, geht er immer wieder weg. Dauert zwar ein bisschen, aber. Die Trigger zum Löschen. Mein Feuerlöscher ist gleich leer.
Man bringe mir den nächsten. Oh, oh, es wird gleich weniger. Nein, es flammt wieder auf. Geh doch okay, einfach. Ich hol noch eine Leiter. Drei Rohre haben wir genug. Sind bloß vier auf der Engine. Ja, auf der Leiter sind ja aber noch welche. Könnte mal einer bitte die Drehleiter einfach hier ein Stückchen reinfahren? Ich glaube, die brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, wobei. Ich glaube, die kannst nicht reinfahren, oder? Nee, hier sind so hier sind so Poller. Ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt umsetzen könntest, wenn du es wolltest. Glaub's nicht. Haben wir vorne irgendeine Zufahrtsmöglichkeit noch? Nee, negativ. Hier ist. Das sind glaube ich auch Poller da hinten. Hallo, du sollst hier rumlaufen, hol jetzt deinen scheiß Schlauch, damit wir das Ding auskriegen. Ja, ich wollte gucken, ob hier Poller sind und da sind keine Poller. Ja, okay. Ah, doch, doch, die sind gerade gespawnt. Ja. Alter, das ist das unendliche Baumfeuer, Alter, ohne Scheiß. Das unendliche Buschfeuer. Ich setz mal, ja, genau. Alarmier mal nach. Ja. 5 Löschzüge. Ich erhöhe mal auf schlimm 7. Ja, also. So, pass auf, hier, Strahlrohr. Und gib ihm. Ich will das hier unten, da, jetzt kann ich. So. Ab geht die Luzi. Bin dabei, ich komme vor zu euch. Bis ich da bin, ist Feuer aus. Ja! Ja! Ja, hab ich geschafft! Es hat Angst gekriegt vor meiner Aktion, ja, dass ich mir Schlauch in die Hand genommen habe. Alter. Nee, ist aus. Alter, hat das jetzt lange gedauert, wirklich. Furchtbar. Ja, schon. Ach, schlimm. Na gut. Auch über den Bungalow habe ich jetzt freigeschaltet. Wir haben 10 Minuten dafür gebraucht. 10. Für einen scheiß Baumbrand. Ja, ein Gebäudebrand in 5. Alter. Das ist echt traurig. Okay, aber ich würde sagen, das reicht jetzt für die Folge. Ja, das reicht. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videostreams. Also mal wieder, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.